Oh, Scouts arrive at the QQ System. Was haben wir hier? Hier haben wir schon einen terranischen Planeten. Sehr gut. Der ist zwar winzig und kann nur 4 Leute beherbergen und hat Low G, also hat eine geringe Gravität, eine geringe Schwerkraft, was sich halt in Nachteilen auswirkt. Gebäude sind, glaube ich, teurer und man kann weniger produzieren. Und hier ist ein stabiles Wurmloch, durch das wir dann auch fliegen können und das auch gleich mal machen. So, da sind wir hier unten im Skera System. Hier ist nichts außer ein Asteroidengürtel. Können wir nichts brauchen. Und im Tigris System ist ein verstrahlter Planet. Ultra pur. Huge zwar. Aber das ist auch nur für später, wenn wir mal irgendwie einen Science, also einen Wissenschaftsplaneten brauchen. Wenn wir jetzt hier weiterfliegen wollen, das können wir nicht, weil praktisch wir zu weit weg sind von der nächsten, ja, von der nächsten Station, die uns mit versorgen könnte. Also fliegen wir mal zurück. Und mit dem, wie weit kommen wir da? Da kommen wir nicht hin, aber da kommen wir noch hin. Wunderbar. So. Zack-System, Large Baron. Okay, also ein Standardplanet zum Besiedeln. Der ist ganz okay. Aber ich glaube, wir fliegen jetzt doch mal hier ins K-System. Und besiedeln den terranischen Planeten. Oh, und da schon sind die SDS Forschung fertig. Hier unser wunderbarer Kerlforscher, der über das Bedienfeld geht wie der DJ. Und hier haben wir die hydroponische Farm. Das ist ein Gebäude, was man bauen kann und was praktisch auch auf lebensfeindlichen Planeten gebaut werden kann, um +2 Food zu machen. Und was kommt jetzt? Bauen wir hier mal. Na, soll ich auf Fighter gehen? Also auf Jägerschiffe, die wir auf Jäger, die wir in die Schiffe packen können. Ja, bin ich nicht so der Freund von. Ich bin eher der die Star Trek Linie fährt und Schiffe mit mit Phasern oder mit Laserwaffen eben verbaut. Nehmen wir hier deswegen mal die verstärkte Hülle. Pesky, was gibt es hier? Oh, ein reicher Planet. Zwar barren, aber das ist noch okay. Und ein kleiner verstrahlter reicher Planet. Sieht schon gut aus. So, auf Sol haben wir die Frachterflotte gebaut und dann kommt jetzt die Colony Fleet. Können wir mit dem noch was erreichen hier? Nein. Können wir dahin? Ja. So, und dann sieht man hier eine kleine Zusammenfassung. Farmer können 2 Food machen, 4 Industrie per Worker und 4 Research per Scientist. Haben wir ja auch hochgesetzt. Ja, Worker Penalty minus 25% und maximale Population von 4. Nicht schlecht. So, sind wir gelandet. Und das ist dann, wird dann zu Birds. Kann man das auch so? Jawohl, Birds. Haven. Ach, geht nicht. Schade. Burlhaven. Ja, geht. So, jetzt sind wir hier aber, was man hier oben sieht, wir sind eine Diktatur, die startet mit normalerweise mit Moral minus, dann produzieren die auch weniger. Eine Diktatur und da seht ihr wegen minus 20% keine Barracks, also keine Kasernen sind da, also minus 20% Moral.
Dann werden wir das mal ändern. Aber erst eine hydroponische Farm und dann Marine Barracks, Marienkasernen bauen. Und drücken. Ja, Starvation in Burlhaven, aber da müssen die jetzt erstmal durch und produzieren. Ja, das sind halt so Zwerg-Sonnen und die haben oft keine Planeten da. Ah, jetzt können wir aber noch diesen Planeten erkunden und diesen, weil wir hier ja eine Kolonie gegründet haben. So, von Zeit zu Zeit kommen auch immer Helden, die ihre Dienste anbieten. Der hat halt eben Hellsman, na, habe ich ihn weggeklickt. Wir können ihn aber nochmal angucken. Nein, das waren die Rassen. Können ihn nochmal unter Leaders hier. So, hier können wir nochmal angucken, was der hat. Helmsman ist, glaube ich, besser für die Infanterie auf den Schiffen. Navigator, ja, kann man schauen. Interessant ist aber Mega Wealth auf jeden Fall. Das bedeutet, dass er eigenes Geld mitbringt und plus Runde 10 bringt. Er kostet, wir haben 113 und er kostet 180 und wird noch 30 Runden warten. Das wird, glaube ich, hinkommen. Wir werden uns den holen, damit er einfach Geld bringt. Oh, wir haben hier einen Planeten gefunden, auf denen Natives sind, also Eingeborene, die praktisch, das sind drei Stück, die können auch nur Farmer sein, aber dafür farmen die besser als unser eins, weil sie den Planeten schon kennen. Kann man sich auch mal vormerken hier, den Planeten. So, die Reinforced Hull gefunden. Da kriegen wir dreimal mehr strukturelle Integrität von den Schiffen. Und dann werden wir so eine der Grundsachen erforschen, die automatisierte Fabrik. Auf jeden Fall. Wir brauchen mehr Produktion. Und nochmal ein Megawatt-Typ. Soll ich den nehmen? Wir haben nämlich nur, also das war, andere war ja ein Schiff. Held praktisch, ein Schiffanführer, und das ist ein Planetenanführer. Ich glaube, den nehme ich dann aber trotzdem am Anfang. Ist Geld immer gut und den kann man dann auf seine Kolonien praktisch setzen. Da kriegen sie auch mehr Erfahrung. So. Wie viel kostet der jetzt? Nämlich der bringt auch, dass die anderen, weil der berühmt ist, kommen die anderen Helden eher zu einem. Ja, 120, okay. Oh nein, okay. Und dann holen wir uns den noch. Und dann sieht es schon mal mit dem Geld für den Anfang sehr gut aus. Und die automatisierten Fabriken. Herrlich. Und jetzt noch, um diese Grundversorgung der Kolonie dann zu machen, wird noch ein Research Laboratory, ein Wissenschaftszentrum erfunden, ein Labor. So, jetzt können wir hier eine Kolonie gründen und dann werden wir die da gründen. Wunderbar. Was machen wir hier? Hydroponic Farm, Matische Fabrik und Marine Barracks erstmal. Und jetzt arbeitet auf diesem Planeten. Ja. So, hier sieht man jetzt auch, wir haben 2 plus. Aber eben, das wird ja bei den anderen Planeten dann schon verfressen. Und darum machen wir diesen Standard. Gucken, was passiert. So, eine hydroponische Farm ist gebaut worden auf Burlhaven Prime.
Gucken wir da nochmal vorbei. Können wir hier auch über die Kolonienübersicht gut machen. 30 Runde Marine Barracks. Können wir hier auch direkt alles schön kaufen. Wunderbar. Automatische Fabrik auf Sol gekauft. Und nochmal ein berühmter Administrator mit Mega-Wealth. Also was kommt denn hier an? Nehmen wir. Und dann im Zweifel können wir uns dann ganz viele schöne Sachen kaufen. 3 hat die hydroponische Farm gebaut. Wunderbar. Hier sieht man auch schon, hier werden dann durch so viel produziert, dass es einen ersten Verlust gibt durch Umweltverschmutzung. Und jetzt haben wir nichts mehr zu bauen. Ja, dann werden wir uns doch ein Kolonieschiff leisten. 36 Runden ist am Anfang wirklich nicht schlecht. Na, Jared, der Explorer. Lassen wir erstmal weg. Wollen wir nicht. Und das Research Laboratory. So, was machen wir denn jetzt? Was gibt es denn Gutes noch? Fusion Beam gefällt mir nicht so. Dann eher mal die Fusion Rifle, die für Bodentruppen ist. Und da wir ja schlechter im Bodentruppen sind, machen wir das mal. Jetzt haben wir auch genug Nahrung eigentlich. Und Bellhaven Prime hat die Marine Barracks gemacht. Jetzt mal die 3 Geschichten. Also Research Lab lohnt sich auch am Anfang vor allem auf Planeten, die noch keinen Forscher haben, also mit Forscher natürlich mehr, aber weil sie dann 5 Forschung sowieso generiert, ohne dass man einen Forscher zugewiesen hat. Farming Leader, Kimbuzi, naja, nein. Der wird zwar umsonst kommen. Oh, und jetzt kommen hier immer die News. Die kommen, auch eine sehr schöne Geschichte. Ah. Hunderte von neuen Bürgern im Silikoiden-Empire. Wir spielen mit den Silikoiden. Das ist ein Steinvolk, was keine Nahrung braucht, mit dem man nicht handeln kann, weil sie keine Gefühle und keinen Sinn für Diplomatie haben und die halt relativ aggressiv sind. Ja, die hatten einen Population-Boom auf Chryslon 2. Aha. Auch gut zu wissen. Wieder ein Breakthrough, die Fusion Rifle. Und am Anfang, wir wollen weiter fliegen. Deuterium-Zellen, dann können wir weiter fliegen mit unseren Schiffen. Und noch eine News. So, der Population Bloom ist vorbei auf Chryslon. Vermehren sich die Steine nicht mehr wie die Kaninchen. Und die Marine Barracks fertig gebaut. Sehr gut. Machen wir das gleiche auch nochmal. Und dann schauen wir mal, was wir hier dann machen. Ob das ein Produktionsplanet wird? Wahrscheinlich eher. Nein, den wollen wir nicht. Und ein Kolonieschiff, jawohl. Und das Research Lab, bitte. So, wo fliegen wir dann hin? Ich glaube, wir wollten nach Lyr erstmal. Um dort mit den... Ah, wir produzieren ganz schön. Um dort mit den... und schon fertig, das Research Lab. Um dort... eben die Hilfe der Eingeborenen aufzunehmen. So, jetzt haben wir hier wirklich nichts mehr zur Verfügung. Dann machen wir noch eine Colony Base, eine Frachterflotte und ein Kolonieschiff.
Dann, was mache ich denn hier mal? Ach, ich nenne es Venice Venedig nach meinem ersten ARR. So, du gehst aber arbeiten. Du gehst arbeiten. Ja, sehr gut. Also Leader steigen auch im Level auf. Wie man an dem sieht, er ist jetzt ein bisschen besser im Diplomat und die anderen werden weniger kosten. Und die Deuterium Fuel Cells. Cloning Center wächst man schneller. Despos ist um, ja, Planeten zu bombardieren und nur die Einwohner zu töten und nicht die Gebäude. Ist auch nicht so cool. Soil Enrichment ist sehr stark. Das bringt eben dann mit Nanomaschinen bringt man das, dass Farmer plus eins mehr Nahrung machen können. Das werden wir jetzt mal nehmen. Auf jeden Fall. Dauert zwar ein bisschen länger, aber das ist jetzt am Anfang, wenn man das früh hat, auf jeden Fall sehr gut. Ich sehe gerade, die Zeit ist auch schon um. Damit ist die erste Folge von Master of Orion vorbei. Ich hoffe, es ist okay. Es ist auch okay, dass ich es auf Englisch spiele. Habe ich leider nur in der Version. Aber ich denke, ich erkläre ja alles relativ okay. Wenn es da irgendwelche Fragen noch gibt, immer raus damit. Aber auf jeden Fall, gehabt euch wohl. Macht's gut und ciao.